Bevor an den Anlagen Arbeiten durchgeführt werden dürfen, wird der Arbeitsbereich sorgfältig geprüft. Das erledigen die Träger-Gasanalysten. Per Fax bekommen sie ihren Einsatzort mitgeteilt. Zum Eigenschutz trägt jeder Gasanalyst während seines Aufenthaltes in der Raffinerie das Gasmessgerät XAM5000. Ausgerüstet mit modernstem Messequipment führt der Gasanalyst dann vor Ort mehrere Prüfungen durch. Als erstes führt der Gasanalyst eine X- und O2-Messung durch. Hierfür nimmt er das Gasmessgerät Träger XAM7000 und verbindet es mit einer Schwimmersonde. Wenige Augenblicke später hat er die genauen Messwerte. Die Anzeige zeigt sofort, Explosionsgefahr besteht in diesem Fall nicht. Die Werte werden noch vor Ort dokumentiert und später dem Operator vorgelegt. Aufgrund der individuellen Gegebenheiten vor Ort wird analog der Messstrategie eine weitere Messung durchgeführt. Der Gasanalyst nimmt hierfür das Chip-Messsystem Träger CMS. Mithilfe dieses Gerätes kann er stoffspezifisch Messungen durchführen. Und genau bei dieser Messung schlägt das Gerät an. Der Benzolgehalt in dieser Kolonne ist mit 10 ppm zu hoch. Der Träger-Gasanalyst sperrt diesen Bereich für Arbeiten und leitet weitere Maßnahmen ein. Jetzt kommt weiteres Equipment aus dem Trägershop zum Einsatz. Die hohe Benzolkonzentration soll mithilfe von einer Freispülung minimiert werden. Hierfür werden exgeschützte Ventilatoren im Inneren der Kolonne aufgestellt. Nach 24 Stunden Durchlüftung beginnt der Gasanalyst erneut mit seiner Messung. Jetzt sind alle Werte in Ordnung, der Gasanalyst dokumentiert seine Messergebnisse und gibt die Werte an den Operator weiter. Dieser gibt dann gegebenenfalls die Kolonne frei. Als erstes wird eine kontinuierliche Gasmesstechnik im späteren Arbeitsumfeld installiert. Träger nimmt hierfür das Gasmessgerät Träger X-Zone 5000. Diese Bereichsüberwacher können individuell auf die vor Ort auftretenden Gase konfiguriert werden. Außerdem können bis zu 25 Geräte zu einer drahtlosen Alarmkette zusammengeschlossen werden. Für den Einsatz heißt das ganz konkret: Gibt es im Inneren der Kolonne einen Gasalarm, warnt das Träger X-Zone 5000 nicht nur die Menschen vor Ort, sondern löst diesen Alarm auch auf den anderen Geräten aus, die zum Beispiel bei den Sicherheitsposten aufgestellt wurden. Jetzt wird die Beleuchtung installiert. Auch diese gibt es im Trägershop. Diese Beleuchtung ist exgeschützt. Der Schutztrenntransformator wird vor der Kolonne installiert, lediglich der geschützte Scheinwerfer wird im Inneren angebracht. Der erste Sicherungsposten übernimmt seinen Arbeitsbereich. Er wird mit folgendem Standard-Equipment ausgestattet. Neben einem Feuerlöscher verfügt der Sicherungsposten über ein Gasmessgerät sowie über ein Horn zur Alarmierung. Der Sicherungsposten kontrolliert die Befahrerlaubnis und entfernt das Befahren-Verbotenschild. Erst jetzt dürfen die Kontraktoren zu ihren Arbeitsplätzen. Strenge Vorschriften und eine penible Einhaltung, die Aufgaben sowie die vorgegebenen Prozesse der Sicherungsposten zum Schutz der Sicherheit und der Anlage sind klar definiert. Vor Arbeitsantritt eines Kontraktors kontrolliert der Sicherheitsposten erst einmal die Erlaubnisscheine. Uhrzeit, Name und Messwerte werden ebenfalls dokumentiert. Und auch während der Arbeiten kontrolliert der Sicherheitsposten die Umgebungswerte. Oftmals ist eine vollständige Eliminierung von Gaskonzentrationen nicht möglich. Um trotzdem notwendige Arbeiten durchführen zu können, werden Sicherungsposten und Kontraktoren besonders intensiv geschützt. Der Sicherungsposten muss jetzt eine Pressluftatmerausrüstung tragen. Und auch die Arbeiter benötigen sicheres Equipment. Der Träger Workmaster Pro, der Chemikalienschutzanzug, bietet umfassenden Schutz für eine Vielzahl von Chemikalien. Und er lässt sich perfekt an ein außenluftunabhängiges Atemschutzsystem, wie zum Beispiel das Airpack von Träger, verbinden. Jetzt ist der Kontraktor geschützt und kann für längere Zeit seine Reinigungsarbeiten in der Kolonne verrichten. Das komplette Equipment ist natürlich im Träger Safety Shop vor Ort auszuleihen. Und wenn doch mal etwas passiert? Die Sauerstoffkonzentration in dieser befahrenen Kolonne sinkt plötzlich. Sofort bemerkt das Träger X-Zone 5000 die Veränderung der Atemluft. Und dank der Alarmkette bemerkt auch der Sicherungsposten sofort, dass etwas nicht stimmt. Ein kurzer Blick genügt und er fordert die Arbeiter auf, sofort die Kolonne zu verlassen. Als nächstes meldet er dem Sicherheitsleiter den Vorfall per Funk. Die Männer in der Kolonne müssen jetzt sofort die Arbeitsstelle verlassen.
Anhand der genauen Dokumentation bemerkt der Sicherungsposten sofort, ob alle Arbeiter unversehrt den Havarieort verlassen haben und meldet sofort, wenn eine Evakuierung durchgeführt werden muss. Durch das bereits aufgestellte Sicherheitsequipment ist die Rettung eines Verunfallten in kürzester Zeit durchführbar. Und auch die Einsatzkräfte können dank der Dokumentation durch den Sicherungsposten, der aktuellen Messwerte und der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen sofort mit ihrer Arbeit beginnen.